Moin Leute, euer Drummer war wieder hier. Heute mal wieder noch ein Video, was ich auf diesem Kanal noch nie gemacht habe. Ja doch, eigentlich schon, aber die waren immer scheiße. Heute mal wieder ein kleines Guide-Video, kleines, ja, Präsentation, Notion, kleiner Vortrag, kleines irgendwas. Nennt wie ihr es wollt, ich nenne es Guide für die Englisch beherrschten Leute unter uns, ihr wisst schon, was ich meine. Ich will euch heute einfach nur mal erzählen, wie ich angefangen habe, wie man dahin kommt, wo man sein will, beziehungsweise wie man weiter vorankommt mit seinen Schlagzeugkenntnissen, sage ich mal. Ich würde da einfach ein bisschen drauf eingehen, was als Anfänger, wie mich jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt, sage ich schon mal, so guter oder fortgeschrittener Anfänger, weil ich mache das jetzt schon, glaube ich, gutes halbes Jahr. Und ja, ich würde sagen, man sieht auf jeden Fall eine sehr dolle Verbesserung. Also im Gegensatz zu meinem ersten Video, erstes Drumcover, da war alles noch verkrampft, alles unkoordiniert, nicht im Rhythmus drin oder schnell rausgekommen. Zuerst wollte ich damit beginnen, was man als Anfänger, sage ich jetzt mal, so braucht, um erstmal einen guten Anfang, sage ich jetzt mal, was ihr so braucht, um als Anfänger, sag ich mal, gut zu starten. Erster Punkt, ganz wichtig, ihr braucht Ausrüstung. In Klammern, ein eigenes Schlagzeug. Es bringt nämlich nichts, wenn ihr einmal pro Woche Schlagzeugunterricht habt wie ich und dann in der Woche nicht üben könnt, weil ihr kein Schlagzeug habt. Weil, wenn ihr nur einmal pro Woche habt, ihr kommt nicht voran. Ihr kommt einfach nicht voran. Also vielleicht gibt es auch Ausnahmen, bei denen es reicht, einmal pro Woche zu üben und ihr seid in 3 Wochen Profis, aber ich glaube mal eher nicht. Ich habe jetzt ein eigenes Schlagzeug für gerade mal 800, ist trotzdem noch viel Geld, aber für das, was ihr bekommt, 800 lohnt es sich. Ich kann das ja mal in der Beschreibung verlinken. Ihr bekommt hier 3 Toms, eine Ride, ein Crashbacken, eine Hi-Hat und die Snare. Der Sitz, den ich nicht empfehlen kann, kommt ihr nicht dazu. Der hat 50 Euro gekostet und ich habe mich mal umgeguckt beim Music Store. Ist für 50 Euro kriegt ihr dann viel geileren. Der hier, also gut, könnt ihr jetzt nicht sehen, aber der wackelt. Ist so unstabil. Naja, war halt ein Fehlkauf. Eigenes Schlagzeug. Könnt ihr nichts falsch machen. Ich verlinke euch mal das Schlagzeug in der Beschreibung. Kann ich nur weiterempfehlen. Weil es bringt nichts, wenn ihr nur einmal pro Woche üben könnt und ihr kommt nicht voran. Dann verliert ihr vielleicht die Lust, weil ihr merkt, es wird nichts oder ihr verbessert euch nicht. Deswegen immer schon, bevor ihr zum Schlagzeugunterricht geht, vielleicht gucken, ob ihr das Geld habt, um jetzt auch noch ein eigenes Schlagzeug zu kaufen. Wenn ihr in der Wohnung seid oder keinen Raum zur Verfügung habt wie ich, reicht auch ein elektrisches Schlagzeug, das ist nämlich dann leiser, viel leiser, immer noch ein bisschen laut, die Anschläge sind trotzdem ein bisschen laut, aber das ist auf jeden Fall erträglicher als so ein Schlagzeug zu Hause in der Wohnung zu haben. Was ich euch nicht empfehlen kann, kauft nicht das Billigste am Anfang, weil jetzt werdet ihr schnell bereuen, manche Sachen gehen kaputt so schnell oder ihr müsst es austauschen, weil es scheiße klingt. 800 Euro, dieses Kit macht ihr nichts falsch, kann ich komplett weiterempfehlen. Zweiter Punkt ist, nicht übermütig werden, beziehungsweise nicht mit den schwierigsten anfangen, mit den schwierigsten Filz. Ihr müsst wissen, ihr seid Anfänger. Ist mir schon klar, dass jeder so geile Filz spielen will oder wie Josh Dunn von 21 Pilots spielen will. Ist klar, das will jeder. Das will jeder Schlagzeuger, dass er gut will. Aber ihr könnt nicht, wenn ihr Anfänger seid, Sachen spielen, die für euer Level viel zu schwer sind. War bei mir einfach auch ein bisschen so, bis ich dann gemerkt habe, wenn man die Sachen, die einfach sind, langsam spielt, immer schneller wird, das immer wiederholt, die Sachen, die man geübt hat, dann irgendwann kombiniert, dann kommt ihr auch dahin, wo ihr hin wollt. Weil es bringt nichts, anzufangen mit den schwersten und dann kriegt ihr nicht mal das Einfachste hin. Was ich damit sagen will, ihr fangt einfach mit dem Grundrhythmus an, beziehungsweise mit den einfachsten Sachen. Zum Beispiel macht ihr einfach ein Metronom an und übt einen Groove, den Groove auch zum Metronom zu halten, ohne aus dem Tempo zu kommen. Dann macht ihr vielleicht 10, 5 Minuten immer nur das. Aber wenn ihr das länger macht und das fehlerfrei könnt, sicher könnt, dann könnt ihr auch immer schneller werden und dann kommt irgendwann das raus. Das ist natürlich jetzt für mich, ist das keine Sache mehr. Ich spiele jetzt ein halbes Jahr und wenn ich das immer langsam anfange, immer schneller werde, es immer sicherer kann, dann ist das für euch kein Problem mehr. Ihr könnt dann einfach immer weitergehen, immer einen Schritt mehr. Ihr habt nur einen Fuß, da könnt ihr nicht mit einem Fuß 5 Schritte auf einmal machen, wisst ihr. Deswegen immer Schritt für Schritt
Und dann kommt ihr auch dahin, wo ihr hin wollt. Zum Beispiel, es bringt nichts, wenn ihr am Anfang solche Fills versuchen wollt. Das werdet ihr wahrscheinlich nicht sauber oder sicher hinbekommen, sondern es reicht ein Fill wie dieser hier. Und wenn ihr irgendwann macht, ihr macht dann immer und immer wieder den gleichen Fill, bis ihr das dann schneller könnt. Das geht dann immer sicher und sicherer und dann kommt auch irgendwann zu so einem Fill. Und dann kommt ihr auch dahin, wo ihr hin wollt, wenn ihr es ganz langsam angeht und immer, immer weiter übt. Dritter Punkt, vergleicht euch nicht mit besseren oder anderen Schlagzeugern. Das führt immer dazu, dass ihr euch dann vielleicht zu schlecht fühlt, ihr denkt, das schafft ihr nicht oder weiß ich nicht, vielleicht auch einfach wie unangenehm, dass ihr die ganze Zeit nur diesen Popel übt und die machen 6 Sachen auf einmal. Das könnt ihr auch sein. Aber nicht, wenn ihr nicht die einfachsten Sachen zuerst macht. Also, vergleicht nicht mit anderen, schaut auf euch selber, schaut, wo ihr euch verbessern könnt. Und dann wird es auch schon. So, und das sollte jetzt auch schon wieder von meinem Guide hier gewesen sein. Ich verlinke euch mal mein letztes Video, wo ich gezeigt habe, wie man sein eigenes kleines Studio, in Anführungsstrichen Studio, bauen kann für wenig Geld. Könnt ihr auch gerne anschauen. Sonst war es das wieder. Reingehauen. Bleibt gesund und in dieser Zeit küsst euch nicht auf den Mund. Ich bin gerade voll auf mein Handy getreten, was ich hier als Mikrofon benutzt habe, Alter. Sheesh, Alter.